Hallo Internet und hallo YouTube, ich komme zurück zu Cossack Back to War. Und zum nächsten Part, was war der Plan vom letzten Mal hier noch? Irgendwie so, ach so, da haben wir uns erinnert. Das sind kurz hier, das sind so Dragoner. Dann haben wir Eisenlang faszinierend hingegeben, die Kosaken waren unsere Schutzarmee hier. Mit den Kosaken. Den Kosaken spazieren. Die wollen nicht. Schauen wir, wie weit überhaupt unser Weg hier geht. Nicht allzu weit. Okay, das heißt, hier spätestens brauchen wir Schiffe. Oh, die werden beschossen. Das ist nicht gut, einmal beschossen. Ja, dann müssen wir das vorher auch mal. Also ein bisschen umschauen hier mal kurz nochmal. Ich weiß es nicht wirklich gemacht habe gestern. Letzte Aufnahme. Das hier war mit dem Weg. Dann machen wir die Küste einfach nur entlang. Langsam als Wolken. Okay, da geschossen. Nicht toll. Sind die nicht auf Krieg, auf Angriff oder was? So, ich weiß, müssen wir übers Wasser oder müssen wir nicht übers Wasser? Weiter unter Beschuss. Okay, das ist eine feindliche Galeere. Ja, das heißt dafür, wir müssen was wissen, ja. Oh, schau, Feind. Kontakt, Feindkontakt. Ja, schon der Feindkontakt. Sehr überraschender Feindkontakt. Sind die Holländer. Aha, 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 aha. Gut zu wissen. Das ändert jetzt eigentlich an der Taktik nicht viel, außer wir sind jetzt schon eine, das jetzt gerade. Dass diese Dragoner hier mal rüberkommen. Der Schutztruppe. Lass uns das mal überlegen. Eine kleine Armee aufzustellen, die hier platziert wird. Zwischendurch hätte ich gerne eine kleine. Na, Kosaken brauchen wir jetzt noch keine wieder. So, wir können hier überlegen, wo wir weiter ausbauen. 32.000 haben wir das Holz. Holz schon eigentlich. Das schaut wahrscheinlich sehr gut aus mit Holz, das kann man ruhig machen. Gut, dass wir da jetzt eine holländische Armee haben, damit haben wir natürlich nicht gerechnet. Aber das hilft mir jetzt auch insofern ein bisschen an Überlegung. Ein bisschen überlegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kleiner 35 Mann. Kader nochmal. Kader, genau. Kader. Sagen wir Fußball. Nein, 35 Mann. Einheit da nochmal zusammenzustellen hier von der Kavallerie selber. Wie viel brauchen wir dafür? 36, 35? Ja, das ist richtig, wir brauchen für eine ganze Zeit. Das ist halt really cheesy. Jetzt haben wir gerade mal 10 Dragoner.
Schutz sein hat. Dann hätte ich aber gern. Oh, einer hat nichts zu tun, das ist immer gut. Müssen wir den Schiffbau erforschen oder kriegen wir den automatisch? Kathedrale könnte man bei der Videowand. Und medizinische Wissenschaften, nein. Geologie. Nehmen wir die Geologie mit. Okay, der bleibt uns hier. Oh, kein Kontakt. Hätten die Holländer nicht 13 sein da vorne? Definitiv nicht 13 sein gerade. Und der Besuch von denen. Da schon untätig wird und nichts zu tun hast, Männchen. Warum geht aber da ein Turmchen hin? Das ist natürlich jetzt dumm, die. Ja, muss ich gehen aufs Bayonett. Den Blödsinn brauchen wir jetzt nicht sehen. So, ihr ruckt. Rückt hier raus. Dankeschön. Der muss weg, der steht nur im Weg. Also genau, wie viel kann man jetzt zusammenfassen in einer Hand? Schauen wir mal kurz. Schauen wir mal auf 36. Das geht ja nicht mehr auswendig, leider. Dann haben wir kurz mal warten, müssen wir 36 Leute haben. Dann wissen wir es zumindest wieder. So, nachdem das die Dragoner sind, die mir wurscht sind, rutschen wir mal vor mit denen. Jetzt machen wir ein bisschen vorne die erste Linie abdecken. In der Zwischenzeit haben wir hier Besuch. Jetzt wird es ein bisschen interessant langsam, es kommen die Holländer greifen an. Sollen wir auch rechts sein gerade? Ne? 36 hatte ich doch recht. So, die wir. Wo sind denn das drauf? Da irgendwo, ne? Da hätte ich mich gerne hinstehen. Wie viel habe ich von euch? 29, da brauchen wir noch 7. Den brauchen wir 1, da brauchen wir 7. Da haben wir vorher das Kontingent. Was einsatzfähig ist. So, dann können wir gleich weiter schauen. Können wir uns noch eine zweite Einheit machen? Aufrüsten gleich. Ich schaue es uns an, aufrüsten, dann mal aufrüsten. Leichte Verbesserung sind immer gut. Für die aufstellen fällt mir gar nicht. Ja, das ist okay. Der Aussicht ist ein bisschen so. Eine Ausrüstung, Ausrichtung bitte. Die Verheizungstruppe wieder zurück. Hier ist eine Unterstützung hier.
aus 19 sind 29. 34. 36. Zusammen hier. Also wir wollten uns heute in den Holländern mal kurz ein bisschen Kopfstadt mit denen. Ich habe schon noch 34, also 36, denke ich, 36 mache. Die können wir natürlich nicht zusammenfassen, das war irgendwie klar. Das sind doch drei Holländer. Abrücken. Greifen wir mal an. Ja, vielleicht da oben mal rum. Also. So, Eisen, Kohle, sollten wir echt genug jetzt haben. Sollten wir. Leichtes Vorrücken und schauen, was macht der Feind. Anscheinend nicht viel. Keine Holländer. Doch hier sehe ich welche. Das interessiert uns nicht. Ha! Feindkontakt. So, das überleben wir den Feind. Gut, es geht noch böse der Arsch. Die Flosse sind noch gering. Noch annehmbar gering. Der Angriff hat funktioniert. Wir sagen. Fast verzählt. Angreifen und rausrutschen. Jetzt unter Druck. Mal sammeln. Ist auf uns zukommen. Gewütet da hinten bei denen. Wir wüten natürlich weiter bei ihnen. So, jetzt waren es aber Verluste von unserer Seite, die okay sind. Den Fuß kann ich leben. Ich werde ein bisschen beschäftigen da hinten, die Holländer. Beschäftigungstheorie nennt sich das. Mit den nächsten an. So, dann nachdem die Holländer vorher von hier gekommen sind. Die kann ich jetzt weiter einstellen. Und ihr schützt es mir hier mal. Jetzt haben wir hier noch 10. Und 20. Ja, weil die Taktik geht ein bisschen auf. Feind ein bisschen unter Druck setzen. Ein bisschen mit kleinen Scharmützelangriffen ärgern und somit ein bisschen eigentlich selber die Armee aufbauen da hinten nach. Funktioniert das sehr gut sogar. Muss ich sagen. Das kann man auch gerne machen. So was das jetzt will, möchte ich wissen.
dran. Haben wir das Limit erreicht? Oh. Ah, soll ich gerade angreifen? Schauen wir uns jetzt was anbringen, die Sich-Kosacke. Armee. Jetzt habe ich jetzt noch nur einen Entlastungsangriff wieder. Dass nicht so viel bauen können da hinten die Holländer. Danach produzieren können Einheiten. Unser Verlust werden sicher hoch sein, damit dass die Kosaken da viel reißen, aber dass wir jetzt eliminieren, ist gut. Auf die Bauern gehen. Unbedingt auf die Bauern und den Rest. Das ist interessant, da gehen unsere Verluste ganz schön runter. Verlust aber ist hoch, aber sind okay gewesen. Sehr hohe Verluste, aber waren okay fürs Erste. Frankus kommt Angriff. So, medizinische Wissenschaft nicht. Gehalt der Bergleute erhöhen wir jetzt auch mal. Das ist auch mal kurz Unterstützung wieder. So, Steuerungseffizienz noch verbessert. Dann haben wir hier die medizinische, machen wir doch jetzt. Forschen wir alles, was wir zum Forschen können, und dann naja, gehen wir es wieder an von vorne. Damit brauchen wir keine Kathedrale, brauchen wir auch keine. Was wir brauchen würden, wäre eigentlich. Hä? Wohngebäude. Das Limit wird zu erhöhen. So, jetzt gehen alle Untätigen. Das sind Untätige, die haben nichts zu tun. Dann baut mir doch mal eine Artillerie. Dich überhaupt. Das sind automatisch im Level 4, das ist auch okay von mir aus. Also der letzte haben wir 36 von denen. Juhu, das ist schon lange gedauert. Was mache ich mit euch? Das war viel zu schnell fertig, Jungs. Oh. Sind Panzer die echt ein bisschen zu schnell? Dass man sagen darf. Christiane Hammer, Mark. Was ist ein Marktplatz einer?
Man weiß es ja nicht in den Spielen. Das ist immer so eine Sache. Man weiß es ja alles nicht. Ich glaube, E36 marschiert nochmal hier. Ja, ihr setzt die neue Schutzpatronentruppe hier. Detektiv mal Deck ab. Alle auf Nahrung. Sollten wir auf die 7, die jetzt hier dazukommen, da hätten wir es auch erledigt. Hier würde ich hier gleich nachlegen, die würden gleich auch nichts tun hier, auch nicht viel zu tun hier. Und darum könnten wir jetzt ein bisschen hier Schießpulver machen. Es ist halt jetzt eher so Geplänkel wieder. Einfach mit der Drohne noch mal an, 6 Grad. So, die wichtigsten Sachen sind erforscht. Greifen wir noch mal an mit Dragonen. Letztes Mal. So sind wir eigentlich gut aufgestellt, wenn man es genau nimmt. Wir haben. So, jetzt haben wir halbwegs gut aufgestellt hier. Die wichtigsten Stellen sind gesichert. Ready to Hallo sagen. 75 gegen den Rest der holländischen Armee. Oh, die besuchen uns auch schon. Kein Durchkommen für die Holländer. Gut positioniert, würde ich mal sagen, Sammy. Schnell reagiert, Feind erwischt, bevor er irgendwas tun konnte. Versuchen wir anzugreifen. Wieder. Bei den 75 Dragonen kann man eigentlich angreifen. Also unsere Verluste werden da nicht so hoch sein jetzt gerade. Also ein bisschen werden schon hoch sein, aber nicht so hoch, dass man sagen kann, okay. Hat sich nicht ausgezahlt anzugreifen. Schaust, dass er sich fangen kann jetzt mal. Danke fürs Angriff von mir. Ich
Kann ich auslassen, dass er sich irgendwo jetzt nochmal fahren kann. Positioniert. So, den holen auch schon mal. Gute Nacht, danke. So, was die kann ich auch tun mit denen immer kommen. Irgendwo überall hin oder wem? So, jetzt haben wir fast überall wem stehen. Der sich jetzt um alles kümmert. Zwischendurch zerschießen wir mal hier den Feind. Hier. So. Da hat man sehr Ruhe von den Holländern gerade. Ja, das funktioniert schon ein Punkt frei. Keine Chance mehr gegen uns. Die haben wir schön zerlegt jetzt. Im nächsten Part werden wir das hier dann beenden. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Kausek. Back to war. Bei mir mit dem Knall.